ESH gegangen, weil es mich überzeugt hatte. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt. Die Zusammenarbeit, man hat wirklich gemerkt, so da ist auch wie halt im beruflichen Werdegang, man hat wirklich eine Bezugsperson. Ich bin die Irene Kaltenberger, bin 28 Jahre alt und vom beruflichen Werdegang habe ich meinen Bachelor absolviert, habe dann den Master dran gehängt und ja, habe mehrere Steps gehabt, so ein bisschen, hatte ein Praktikum mal absolviert bei der Audi AG, bin dann als Werkstudentin zum Flughafen München gewechselt und dann wieder Richtung Heimat. In Frankfurt war ich dann in der Steuerkanzlei tätig und ja, bin dann wieder in die Industrie gewechselt und habe mich jetzt für eine Vollzeitvorbereitung entschieden. Das Beratungsgespräch habe ich sehr positiv aufgenommen und zwar hat man sich sehr wohl gefühlt. Man ist wirklich Step by Step alle Fragen durchgegangen und ja, hat sich wirklich super wohl gefühlt. Ich hatte am Anfang eigentlich keine Sorgen, weil ich das Gespräch mit Gary hatte und war zu 100% überzeugt und hatte auch direkt die Zusage gegeben. Je weiter es ging, hatte ich nur dann kurze Zweifel zum Bekanntheitsgrad, weil man noch nicht so viel gehört hatte. Aber habe mir gedacht, wenn mein Gefühl schon am Anfang ja gesagt hat, muss ich das auch knallhart jetzt durchziehen. Und habe mich dafür entschieden und bereue nichts. Ich bin zur ESH gegangen, weil es mich überzeugt hatte. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Die Zusammenarbeit, man hat wirklich gemerkt, so da ist auch wie halt im beruflichen Werdegang, man hat wirklich eine Bezugsperson und die steht hinter einem. Das ist jetzt nicht wie bei den klassischen Anbietern. Du sitzt da im Kurs und keiner weiß so richtig, wie du eigentlich heißt als Dozent. Und nur durch Fragen, vielleicht wirst du dadurch aufmerksam. Bei ESH habe ich sozusagen mich fachlich weitergebildet im Bereich Bilanzsteuerrecht. Das ist ja nicht so mein Lieblingsfach. Und da habe ich tatsächlich große Sprünge gemacht, dass ich auch bei der schriftlichen Prüfung hatte ich ja eigentlich Panik davor. Es gibt keine blöden Fragen in diesem Bereich. Und auch bei Ertragssteuern hatte ich auch wirklich große Sprünge. Im Bereich Umsatzsteuer kenne ich mich auch super gut aus, aber auch da wurde auch alles getoppt. Also man hat wirklich sich fachlich weitergebildet. Was mich richtig überrascht hat bei der Dienstleistung von ESH war zu Beginn, dass man eine Klausur erhalten hat, die bearbeiten sollte und dann besprochen wurde. Also das hat mich wirklich so überzeugt und das fand ich wirklich so super, dass man sich einfach die Zeit dafür genommen hat und als erste Klausur wirklich besprochen hat, wo sind die Fehler, wo ist man falsch abgebogen. Ja, jedem, der in die Prüfung gehen möchte, würde ich auf jeden Fall ESH empfehlen. Ich habe jetzt auch von vielen nochmal, also man hat ja noch so einen Bekanntheitsgrad, also noch ein paar Bekannten, die auch geschrieben haben. Und da habe ich wirklich von vielen mitbekommen, dass die Vorbereitung nicht so gut gelaufen ist, die entweder zurückgetreten sind oder ja, gar nicht angetreten sind.